Neue Massenproteste gegen Militär im Sudan. Tausende Demonstrierende trotzten dem Großaufgebot an Sicherheitskräften in Khartoum und zogen zum Präsidentenpalast. Dort wurden sie mit Tränengas beschossen. Es gab 180 Verletzte. Um die Proteste zu verhindern, hatte das Militär Internet- und Telefonverbindungen gekappt. Sudans oberster General Al-Burhan hatte sich im Oktober an die Macht geputscht.